Arbeit ohne Kappzaum geht auch gar nicht, weil man sonst das empfindliche Pferdemaul bei der Handarbeit schon ruiniert und das Pferd dabei schon ärgert. Das Kriterium ist das, dass, das sehen wir aber gleich, wenn wir es verschnallen, dass hier die Polsterung, die soll schon vorhanden sein, aber nicht zu dick, aber auch jetzt nicht so, dass, sagen wir wie bei den Cerretas zum Beispiel, harte Teile auch. Das sind so ein paar Kriterien und der Einsatz der Hilfszügel ist auch meiner Meinung nach für eine korrekte Handarbeit unabdingbar. Der Clou ist nur der, dass man einfach lernen muss, wie geht man damit um. Es ist natürlich besser, wenn man nie gelernt hat, vernünftig mit den Dingen umzugehen, dann lässt man sie besser weg. Ausbinder sind ja praktisch, gehören ja zu der Spezies der Hilfszügel. Ne? Hilfszügel ist der Oberbegriff und der Clou bei den Hilfszügeln ist der, dass die Hilfszügel ausschließlich dem Pferd helfen sollen, bestimmte Dinge nachzuempfinden oder zu verstehen. Mhm. Ja? Das heißt, die werden immer nur punktuell eingesetzt und die Ausbinder sind so zu verschneiden, dass die Nase nie hinter die Senkrechte kommt. Das ist wichtig. Und der Ausbinder soll so lang wie möglich und so kurz wie nötig verschneiden. Du kannst dann praktisch ganz sachte starten. Ne? Ja. Du kannst es auch ein bisschen steigern, aber ist nicht schlimm. Nö, ne? Gar nicht. So, also wenn ich das gleich so mache, nicht, dass du denkst, oh je. Ne? Aber es ist immer mal wichtig, das selber gefühlt zu haben, wie fühlt sich denn das an, was ich dann beim Pferd nachher ausübe. Ja. Ne? So, und dann gibt es Naturgesetze. Zum Beispiel nach Kneipp, von unten nach oben ist belebend, von oben nach unten ist beruhigend. Und genau so reagiert das Pferd. Ja? Wenn ich zum Beispiel piaffieren will, dann hat der Peitschenstrich eher so die Tendenz. Wenn ich das Pferd schließen will, beruhigen will, anhalten will, dann komme ich eher so mit der Peitsche. Das sind ganz kleine, feine Nuancen, die auch das junge Pferd, das noch gar nichts kennt von der Arbeit, interpretieren. Merkst du es gar nicht richtig, ne? Nee, eigentlich nicht. Das denn du verschießt ja Pulver. Anhalten. Ja, nicht ziehen, ne? Du brauchst die Hand nicht zum Anhalten. Die brauchst du nicht. Du brauchst nur deinen Körper. Yeah.